Das geht nicht. Was ist denn da drin? Hi Freunde der supersensitiven Haut. Ich habe heute eine neue Marke für euch. Und zwar hat DM Trended Up Sensitive rausgebracht. Soll wohl eine komplett neue Make-up-Marke für sensible Haut sein. Und ich habe alle Produkte gekauft. Und wir schauen, was wir hieraus machen können. Das Packaging sieht schön aus. Ich habe viel Geld ausgegeben. Ich habe, glaube ich, ja, 60 € ausgegeben. Hier ist der Beleg. Ich habe eigentlich 90 ausgegeben, aber hier stehen noch ein paar andere Sachen drauf. Für das Video am Montag. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, Freunde, da geht es nämlich um nix. Mal wieder. Ist lange her. Freunde, ich habe wirklich viele, viele Sachen hier und ich bin richtig gespannt. Denn für mich ist es immer ganz besonders spannend, wenn neue Marken in die Drogerie einziehen. Es ist dasselbe wie Limited Editions, nur noch besser. Und DM hat sich gedacht, okay, 183 Days Goodbye, you're cancelled. Wir fangen an mit DM Sensitive und ich habe die Produkte gekauft und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar nicht lange Zeit. Also falls du sensible Haut hast oder dich für Make-up interessierst oder einfach Lust auf ein bisschen Unterhaltung und ein hoffentlich spannendes Video hast, dann würde ich mich freuen, wenn du dran bleibst. Und falls du es noch nicht getan hast, meinen Kanal abonnieren, Freunde, wir wachsen richtig, richtig gut und ich würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr die 100.000 Abonnenten schaffen. Vielleicht habt ihr eine Freundin oder einen Freund oder eine Bekannte, eine Tante, einen Onkel, die eure Bäckerei-Fachverkäuferin des Vertrauens, die denkt, vielleicht gefällt sie Maxim auch. Dann würde ich mich freuen, wenn sie zur Giacomo Army dazugehört. Und Freunde, wir fangen jetzt an. Ich habe nämlich einiges hier und ich verquatsch mich schon wieder. Ich würde vorschlagen, wir fangen an mit dem ersten Produkt. Das kommt hier in so einem Glaspipettchen. Und das ist das Sensitive Aloe Vera Face Oil. Das sieht einmal so aus. Hier sind 15 Milliliter drin. Und das ist ein feuchtigkeitsbewahrendes Aloe Vera Gesichtsöl mit dem hautberuhigenden Wirkstoff Defensil Plus. Parfümfrei, Hautverträglichkeit dermatologisch beschädigt für sensible Haut. Dieses Defensil, Freunde. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe nicht so viel dazu gefunden, aber einiges. Tatsächlich ist es ein Öl und man braucht, glaube ich, nicht viel. Es riecht nach nichts. Dieses Defensil ist ein Stoff, der nachweislich, also in vivo Studien, ich habe es recherchiert, nicht nur in vitro, sondern auch in vivo, also am lebenden Objekt getestet wurde, der hautberuhigend sein soll. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so das Problem, dass meine Haut unglaublich empfindlich ist oder ich ganz besonders darauf achten muss, dass ich meiner Haut wirklich ganz sensitives Make-up zufüge. Ich kriege aber super, super oft Nachrichten von euch, in denen ihr mich fragt, ob ich Empfehlungen habe. Da ich das nicht so aktiv benutze, habe ich da auch leider keine Empfehlungen und das ist ja immer von Gesicht zu Gesicht unterschiedlich. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es diese neue Marke unter Trended Up gibt. Die steht jetzt in dem 183 Days Aufsteller direkt unter einer kompletten Theke von Judith Williams. Also falls ihr nochmal so einen zweiten Judith Williams Test wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann besorge ich noch mal ein paar Sachen. Aber ich fand die Sachen damals ziemlich, ziemlich gut und ich benutze die Sachen teilweise auch noch sehr, sehr gerne. Also, das Öl ist ein Öl. Keine Überraschung, aber ich mag's. Ich bin gespannt, wie die Foundation damit funktioniert. Es gab noch ein anderes Produkt, apropos Foundation, das war eine BB-Cream. Aber wir wissen, Freunde, dieses Gesicht und BB-Cream, wir kennen uns nicht. Wir haben uns mal gesehen. So, da drüben auf der anderen Straßenseite. Aber wir haben nicht miteinander geredet. Und deswegen habe ich mir hier die Trended Up Sensitive Balance and Cover Make-up oder das Balance and Cover Make-up gekauft. Das kommt in so einem gefrosteten Glas. Und das war nicht die schlauste Idee, mit öligen Fingern an dieses gefrostete Glas zu gehen, weil dadurch ist es halt einfach nicht mehr gefrostet. Okay, das ist auch mit Defensil Plus für einen zart getönten Teint. Wir haben eine BB-Cream und wir haben einen zart getönten Teint. Aber ich bin gespannt. Im Moment ist meine Haut wirklich, wirklich gut. Mit den Augenringen, wir kümmern uns drum. Wir sind auf einem guten Weg. Aber die Haut sieht gut aus. Und jetzt, wenn es so langsam hoffentlich wieder Sommer wird, könnte es eine gute Sache sein. Das kommt auch in der Pipette, was ich sehr gut finde, weil es sehr hygienisch ist. Solange ihr es nicht in euer Gesicht, also an eurem Gesicht abwischt. Ich sehe das immer, immer wieder, dass Leute mit den Pipetten so komplett ins Gesicht gehen. Ich mache erstmal, glaube ich, eine halbe Seite. Gehe hier einfach rein. Also sie wirkt recht dick, die Foundation. Und wir schauen mal, was sie kann. Ich habe jetzt die Farbe 015. Ich komme mit den DM Trended Up Farben nicht ganz so gut klar, weil
ich finde, diese Zahlen haben nicht so ganz was zu sagen. Aber wir machen erstmal hier die halbe Seite. Preislich waren die Sachen tatsächlich alle recht normal, würde ich sagen. Also die Foundation hat jetzt beispielsweise 5 Euro gekostet, 4,95, was ich sehr, sehr gut finde. Vor allen Dingen, wenn es halt dieses Sensitiv-Thema wirklich, wenn es funktioniert, das kann ich euch nicht, das kann ich nicht beurteilen, Freunde. Das tut mir wirklich leid. Ich würde euch gerne dazu Informationen geben, aber dadurch, dass meine Haut einfach nicht sensibel ist, kann ich da nicht sagen, okay, ist das jetzt wirklich für sensitive Haut gedacht. Ich denke schon, wenn da etwas drin sein soll, was gut für eure Haut ist. Ja. Auf ganz weit entfernt sieht sie richtig gut aus. Und deckt auch mehr als gedacht ab. Ich hole euch aber gleich mal ein Stückchen näher ran. Könnt ihr sehen, dass sie sich komplett auflöst. Freunde, wisst ihr was? Eventuell liegt es am Öl. Ich mache das mal ab. Ich habe hier eine Gesichtsreinigung jetzt mittlerweile an meinem Platz stehen, damit ich nicht sagen kann, nee, ich habe jetzt keine Lust, nochmal hier die Etage runterzugehen. Also das hat sich hier komplett aufgelöst, was schade ist. Vielleicht war dieses Ölding aber auch nicht gut dafür. Aber stand halt direkt neben der Foundation. Deswegen könnte man sich da irren, dass man sagt, okay, hätte ja klappen können. Okay, also das war nichts. Ein armes Gesicht, ey. Wir machen das Ganze mal ohne Primer heute. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Foundation und vielleicht klappt das ganze Jahr jetzt besser. Also das hat, es ist klar, Öl und Foundation, es funktioniert nicht immer. Ich habe mir jetzt auch nicht die Inhaltsstoffe da angeguckt, ob das funktionieren könnte. Mein Fehler. Aber wir fangen mal an nochmal. Das sieht schon besser aus, Freunde. Ja, ha, 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 ha. Okay. Investigativer Make-up-Journalismus ist wieder hier am Start und am Exposen. Das Einzige, was ich expose, mich selber. Sieht tausendmal besser aus. Tausendmal. Der Kraft ist tatsächlich nicht nur getönt. Also das ist schon wirklich eine mitteldeckende Foundation. Und das könnt ihr auch sehen, es ist nicht mehr fleckig. Das funktioniert einfach mit dem Öl gar nicht. Wie gesagt, dafür kann jetzt aber DM gar nichts. Ich hätte die Position, glaube ich, nur ein bisschen anders gemacht auf dem Aufsteller. Und jetzt könnt ihr auch nochmal einen Unterschied sehen, wie die Deckkraft ist. Ich bin natürlich jetzt hier gerötet vom Abschminken. Das ist jetzt in dem Fall gut, weil ihr sehen könnt, dass die Foundation halt wirklich was abdeckt. Ich kann euch jetzt nicht so einen Langzeittest zu der Foundation geben. Die Foundation oxidiert auch ein kleines Stück. Ich habe die 15 genommen. Also es gab, glaube ich, 4 verschiedene Farben. Ich habe die zweithellste genommen. Also auch da müsst ihr vielleicht ein bisschen gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Ansonsten kann ich mir aber vorstellen, dass ihr das vielleicht mit einer Tagespflege mischt und dann habt ihr auch so eine getönte Tagescreme, wobei ihr dann auch eigentlich die BB-Cream kaufen könntet, die da steht. Das ist für mich ganz, ganz komisch, um diese Uhrzeit zu drehen. Die Sonne geht nämlich gerade unter und normalerweise, Freunde, drehe ich ja, wenn die Sonne aufgeht. Aber irgendwas stimmt nicht an meiner Nase. Die Foundation, das ist eine mittelschwere Katastrophe, Freunde. Seht ihr das? Ich stelle es mal kurz dunkler. Das hält nicht und das löst sich schon. Was ist das denn? Erst sieht die gut aus, aber wenn ich dann nochmal rübergehe und sie verblendet. How? Ich übertreibe jetzt nicht, ne? Aber ich habe noch nie eine Foundation gesehen, die sich leichter abtragen lässt, als sie sich auftragen lässt. Okay. Nun gut. Also, was ist das denn? Das geht nicht. Was ist denn da drin? Okay, Freunde. Abbruch. Ich mach mal meine Base. Ich habe noch einen Concealer. Komm, wir bleiben jetzt mal hier so völlig verstört. Es gibt auch einen Concealer. Ich zeige ihn euch einmal kurz, wie die Deckkraft ist. Ich nehme mal hier die Foundation ab. Kleines Füßchen. Sieht natürlich jetzt noch heller aus als mein Tarte Shape Tape. Verblend den einmal kurz.
Und weg ist er. Okay, ich würde das Ganze jetzt einmal abmachen. Würde mich kurz hinterfragen, mein Leben, meine Karriere und meine Fähigkeiten. Weil normalerweise kriege ich wirklich alles immer hin, wenn es nicht funktioniert. Aber also ihr habt es ja gesehen, das war ja außerhalb meiner Macht. Ich meine, eine Foundation, die ich mit meinem Schwamm wieder wegnehmen kann, die sich bei Berührung auflöst, wie so eine Matrix. Du berührst sie. She's gone. Okay, Freunde, bis gleich. So, ich habe meine ganz, ganz schnelle Base gemacht. Ich habe jetzt nicht hier groß Drama oder so in meinem Gesicht veranstaltet. Ich wollte das jetzt einfach hinter mich gebracht haben. Ich habe so ein bisschen mit dem Puder gesettet. Ich habe die Stirn aber noch ausgelassen. Es gibt nämlich auch ein Puder. Das Pressing ist genau dasselbe wie von Trend It Up. Und es hat auch Defensil drin und Anti-Shine-Effekt. Also es mattiert schon. Aber Freunde, ich bin halt immer noch so schock von dieser Foundation. Egal, wir machen weiter mit einem Blush. Und da habe ich das Sensitive Blush. Das ist eine schöne Farbe. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich würde jetzt mal mit einem Blushpinsel einfach reingehen. Es gab zwei verschiedene Blushfarben und das trage ich mir hier auf. Ja, ist sehr gut pigmentiert. Das ist eine schöne Farbe. Auch toll. Aber bei Blush kann man eh nicht so viel falsch machen, ne? Ich stelle das Ganze jetzt mal wieder so ein bisschen höher, damit das ein bisschen besser ausgeleuchtet ist. Farbe wunderschön, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, Blush halt. Machen wir weiter mit den Augen. Ich habe 4 Monolidschatten gekauft. Die sehen einmal so aus und einer hat davon gekostet 2,65 Euro, was ich recht teuer fand. Ich weiß halt nicht, Vermutung, inwieweit sind das neue Produkte oder sind das einfach alte Trended Up Produkte in einem neuen Packaging? I don't know. Die Foundation habe ich so von Trended Up noch nicht gesehen oder noch nicht benutzt. Lidschatten süß, ich finde es toll. Ich liebe im Moment Mono-Lidschatten. Aber der Blush gefällt mir bis jetzt am allerbesten. Also der sieht wirklich, wirklich schön aus. Ich würde jetzt mal einen schnellen Look machen, Freunde, weil das Video dauert schon wieder viel zu lange. Allerdings sehen die alle so ein bisschen schimmernd aus. Ich gehe jetzt mal hier in die Farbe 010 und ich schmink meinen Look. Okay, ich mache den Zeitraffer noch nicht. Also die 10 hat Schimmer mit drin, aber man sieht davon nichts. Gut, dass ich noch die 20 gekauft habe. Mhm, es kommt Farbe ab. Ich weiß nur nicht, was... Ich nehme mal einen anderen Pinsel und ich nehme eine andere Farbe. Ich nehme jetzt die Farbe 030, das ist so ein Bordeaux. Das ist ein Matt. Mhm. Aber es ist auch eigentlich eher so ein Grau mit Lila drin. Freunde, wisst ihr, was ich mich... Oh, es ist... Nee, dafür werde ich gecancelt. Egal, dann sollen sie mich canceln. Wisst ihr, was ich mich gerade... Da war die Chance da, eine Sache auf den Markt zu bringen, die sensitiv ist mit Bums. Es gibt weiche Sachen. Es gibt Lidschatten, die weich sind. Alterra, Alverde, das ganze Gedöns. Aber was ist das? Also das ist, die Farbe ist gut. Ich probiere jetzt nochmal auf dem anderen Auge die andere Farbe. Das ist ein Schimmerton. Ich gehe jetzt mit meinem Finger rein und trage mir den auf. Aber da kommt nichts. Also das ist doch eine ganz andere Farbe als auf meinem Auge. Was ist denn das? Was kann ich denn damit machen? Ich habe einen Lip Liner gekauft und eine Mascara. Komm, wir machen die Mascara einmal rauf. Das ist die Sensitive Mascara für empfindliche Augen. Meine Augen sind sehr empfindlich gerade. Ja, ich mag das Bürstchen, das ist recht hart. Ich mag gerne harte Bürstchen bei Mascara. Doch, die ist schön. Die macht jetzt nicht so krasse Sachen, aber das ist eine Sache, die ist okay. Wenn jemand wirklich sensible Augen hat und das für sensible Augen funktioniert, iconic. I stand, liebst. Letzter Versuch, Lippen und Freunde, es tut mir total leid, aber ich bin gerade richtig, richtig angepisst. Ich habe 60 Euro für den Bums ausgegeben und es hat nichts funktioniert, außer der Blush. Und Blush ist wie Nudeln kochen. Ich habe jetzt hier den Lip Liner, das ist die Farbe 30.
Schöne Farbe. Ja. Ja, Lip Liner. Und den Lippenstift in der Farbe 020. Auch eine sehr schöne Farbe, finde ich. Schön. Es gab, glaube ich, fünf Farben oder so. Ich hatte aber Probleme, anhand der Lidschatten einen passenden Lippenstift dazu zu finden. Also, das war so die nudigste Version und dann wurde es eher so ein bisschen dunkler. Ich hätte mir da vielleicht so ein bisschen was Nude-farbeneres gewünscht, also wirklich nude. Das ist halt sehr natürlich und wahrscheinlich ist es auch eine gute Sache für Leute, die nicht viel Make-up tragen wollen. Aber das war jetzt nicht viel Make-up, sondern das war Make-up, was nicht funktioniert hat bei mir. Also ich glaube, ihr könnt euch denken, wie mein Fazit dazu ist. Das war nix. Das war wirklich rein gar nichts für mich. Ja, der Blush ist schön und die Mascara sieht okay aus. Ich probiere die mal die Tage aus. Ich habe tatsächlich empfindliche Augen und ich werde die über einen Langzeittest benutzen. Nehmt es mir nicht übel, DM, nehmt es mir bitte nicht übel, aber we can talk about it. Lasst uns zusammensetzen und einfach kurz darüber reden, was so. Ich würde gerne nachvollziehen, wie sowas entsteht und wer Produkte absegnet. Weil, also, die Lidschatten, das ist. Es hätte besser sein können. Es funktioniert mit dem Pinsel nicht. Ich habe zwei verschiedene Pinselarten benutzt. Es hat nicht funktioniert. Nicht mal mit dem Finger. Lippenstift, wunderbar. Es fühlt sich sehr, sehr cremig an. Ich will nicht nur negativ sein. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, das ist das Schöne, wenn man das von seinem eigenen Geld ausgibt, dass es dann umso ärgerlicher ist, wenn dann nichts davon funktioniert. Das Öl, vielleicht ist es schön abends. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, lasst es sein. Es sei denn, ihr habt wirklich empfindliche Haut und ihr findet nichts anderes. Ansonsten war das leider nichts für mich. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden, Freunde. Wir sehen uns am Montag wieder mit hoffentlich richtig krassen Produkten von NYX. Also aktiviert unbedingt die Glocke, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.